Die Bulldogs aus Dornbirn zuletzt mit sehr schwachen 10 Minuten im Schlussabschnitt gegen die Adler aus Znojmo. Da musste man 5 Gegentore hinnehmen und das will man heute besser machen. Gegen die Gäste aus Graz, die weiterhin den Doug Mason-Effekt am Leben halten wollen und auf den 4. Sieg in Serie hoffen. Wir springen hinein in dieses Spiel, die 7. Spielminute. Die Gäste in Überzahl und zum ersten Mal brandgefährlich in Person von Ograjenczyk und Voga, die beide im Zusammenspiel Florian Adi noch nicht überwinden können. Weiterhin selbe Powerplay-Gelegenheit. Sehr viel Platz für Curtis McLean. Der bedankt sich. 17. Saisontreffer. Die Bulldogs nur als Zuseher Caruso und Magnan, wie gesagt, auf die Plätze verdammt. Das 1:0 in Überzahl, die Special Teams funktionieren auch weiterhin. Die 9. Spielminute, wieder eine gute Chance, diesmal für die Bulldogs, die diesen Riesensitzer auslassen in Person von Chris Delvis. Der bringt hier nicht mehr genug Druck auf die Schlägerschaufel. In der 12. Spielminute abermals die Hausherren mit einem tollen, schnellen Spielzug. Das sehen wir heute schon die ganze Zeit. Die Scheibe wird so schnell, wie es geht, versucht, aufs gegnerische Tor zu bringen. Toller Pass von Grabe Meier. Delvis hält nur noch die Schlägerschaufel hin. Hier gut zu sehen. Wir gratulieren den Bulldogs zum ersten Treffer des Abends und Chris Delvis zum 20. Saisontreffer. Die Graz 99ers besser im Spiel, aber die Bulldogs halten mit. Und wir springen in die 23. Spielminute, wieder in Überzahl und wieder die Gäste. Zunächst Voga, der trifft hier nur die Stange und dann verfehlt Beach den Lernkasten. Aber auch die Bulldogs dürfen noch mitspielen. Über die Silvesterbrüder seit langem mal eine gute Gelegenheit in der 31. Und dann noch mit dem Schlägerschaft gerade noch dran. Eine Minute später sind es dann schon wieder die Grazer über Natter und auch wieder den Lernkasten nicht getroffen. Hier gut zu sehen, Adi eigentlich schon geschlagen, der Schuss kam von Michael Bäumin, aber nach wie vor bleibt es somit beim 1:1 bis zu dieser Szene, dem ersten großen Auftritt von Kyle Beach. Aber wie schön war der Pass hier von Daniel Voga. No-Look-Back-and-Pass und dann eingenetzt, eiskalt durch Kyle Beach. Wenige Sekunden später, genauer gesagt eine Minute und ein bisschen was, Kyle Beach mit dem Doppelschlag. Diesmal nach Assist von McLean und Susevic, aber das hier schon eine kleine Machtdemonstration. Im zweiten Drittel sind die Bulldogs dann auch abgemeldet. Wir freuen uns auf die Primetime, auf den Schlussabschnitt. Und da haben sich die Dornbirner einiges vorgenommen. Zunächst Elvis im Alleingang mit einem Kraftakt. Aber auch er dann nicht mehr in der Lage, Darm im Tor der Grazer erfolgreich zu überwinden. So springen wir in die 49. Weiterhin die Bulldogs, die spielbestimmend sind. Im Schlussabschnitt und dann umstrittene Szene. Die Scheibe ist hinter der Linie, die Grazer zum zweiten Mal geschlagen, aber auch dieser Treffer wird von den Referees nochmal angesehen. Wir schauen aber hier genau drauf. Pöck stoßt Niki Patrick hier auf den eigenen Goalie. Somit gilt der Treffer von Livingston und die Bulldogs nochmal mit 2:3 herangekommen. Dann spielen aber zunächst wieder die Grazer gut mit, wieder Kyle Beach auf der Suche nach dem Hattrick, aber Florian Adi, der sein Team hier im Spiel hält. 5 Minuten vor Ende mit dem ganz großen Save. Und dann noch einmal die Schlussoffensive. Empty Net bei den Bulldogs. Das Turnover in der Zone der Grazer. Aber achten Sie auf Magnan, der hier einen unglaublichen Backcheck fährt. 20 Sekunden Verschluss. Auch nochmal versucht, sein Team im Spiel zu halten. Aber das scheitert. Die Grazer gewinnen mit 2:3. Und das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Für die Bulldogs wird es jetzt ganz schwierig, den Anschluss an die Playoff-Plätze zu halten. Das war ein sehr hart gekämpftes Spiel. Und ich glaube, dass der Unterschied ist, wieder unsere Powerplay und unsere Penalty Kill. Die Special Teams waren wirklich top wieder heute Abend. Wir haben 2 Powerplay-Tore geschossen. Und in Playoff-Eishockey, das ist so wichtig, dass die Special Teams gut funktionieren. Und ich bin sehr zufrieden, wie das läuft auf diesem Moment. Wenn du die Torchancen deiner Gegner auf ein Minimum reduzierst, solltest du in 99% der Fälle gewinnen. Sie haben 2 Powerplay-Tore geschossen, wir nicht, und deshalb haben wir heute verloren.